Hallo und willkommen zurück zu Let's Play La Aventure di Mario. Glacial Cave, gucken wir mal da rein. Ja. Es ist rutschig. Es ist. Wir haben wieder einen geilen HDMI-Effekt, der das Ganze fast wie ein Gletscher wirken lässt. Wir haben Eisblöcke, die halb durchsichtig sind und scheint Wasser zu sein. Nee, Eis. Gefrorenes Wasser. Aufpassen, Stacheln. Ja. Aufpassen. Also Beetle und. Ja. Da sind Fische im gefrorenen Wasser. Also irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass die ganze Höhle später auftaut. Den kann ich umrutschen. Da sind Stacheln im Wasser. Das Ding einfach mal wegjagen. Den holen. Safe State. Ist da unten was? No. Dann ist mir die Yoshi-Coin auch egal. Könnte man vielleicht mit einem Shell-Jump oder so rausholen. Aber egal. Das war doof. Ja, ich habe gerade ein paar Leben, aber ich habe trotzdem mal gerewindet. Safe State. Den habe ich jetzt gemacht, weil hier ein Blind-Jump ist. Ausreden finde ich immer genug. So, hier eine lustige Brücke bauen, der erwacht gleich zum Leben. Dann töten wir den mal. Töten? Töten? Danke. So, kommen wir hier auch wieder raus? Ja. So, raus hier? Danke. Drauf springen? Danke. Ich könnte einen Pilz gebrauchen. Ja. Midway Point. Ist hier noch irgendwas drin? Ein Pilz direkt nach Midway Point. Das haben wir ja schon oft gesehen. Wenn nicht sogar in jedem Level. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Obwohl ich den Pilz hier sowieso gleich verliere. Genau. Nee, komm. Das war mies. Hier nutze ich jetzt die kurze Unverwundbarkeit und töte. Töte den Mist. Na komm, Rewind, Safe State. Nicht dazwischen landen, da drauf landen. So, genau. So, hier die Münzen wegholen. Yoshi Coins habe ich eh nicht alle. Öpf, und die Münzen wegholen. Ach, ja, Stacheln. Die habe ich gerade total übersehen. Hier nochmal die Münzen weg. Mache ich hier nochmal ein Safe State. So, dann da drauf, hier rüber, da drauf, Safe State. Stirb. Stirb du auch und du auch. So, hier haben wir auch noch mal. Irgendwo habe ich einen blauen Switch übersehen, aber ich habe auch im Level Funky Ride. Und ich habe hier mal wieder keinen Timer gestartet. Und ich habe im Level Funky Ride immer noch nicht das Secret Exit gefunden. Falls irgendjemand weiß, wo das ist, ich habe da jetzt auch auf die Schnelle kein Let's Play gefunden dazu, wo das schnell zu sehen ist. Wenn jemand weiß, wo das ist oder mir ein Video darüber zeigen kann, würde ich mich sehr darüber freuen, denn im Moment denke ich mal. Ah Gott, machen wir ein bisschen weiter, so Safe State. Im Moment denke ich mal, dass da eben der vergessene Switch drin ist. Und ich gehe mal davon aus, dass ich das Ganze demnächst zwingend brauche. Und wie gesagt, ich habe absolut. Na, was ist denn das hier? Und ich habe absolut null Ahnung, wo ich den finde und warum verrecke ich hier andauernd. So, hier. Diesmal nicht sterben. Dafür hier sterben. Ach Gott. Ist das alles doof. So, Safe State und irgendwie hier rüber. Irgendwie hier rüber. So, Safe State. Und
was jetzt? Ich kann hier irgendwie gerade nichts machen. Komm ich da in eine Röhre? Spike Top, hau mal ab. Nein. Aber hier sagen die Pfeile noch, ich soll nach rechts. Hier ist aber nichts. Auch nichts irgendwie Verstecktes. Brauche ich alle Yoshi-Coins oder wie? Das wäre jetzt so ein bisschen doof. Ich habe 3. Ich mache hier mir mal ein Safe State und versuche das einfach mal. Entschuldigung. Also ich habe da hinten gerade beim besten Willen nichts gesehen. Ich mache hier mir mal ein extra Safe State. So, und werd einfach mal. Was fällt da eigentlich runter? Ein Leben. Ich werde einfach mal gucken, ob ich alle Yoshi-Coins finde. Auch wenn ich, ehrlich gesagt, nicht... Nee, das kann gar nicht sein, weil... Da komme ich nur ran, wenn hier... Wasser Eis geschmolzen ist. Leute, ich habe gerade absolut keine Ahnung, was die hier von mir wollen. Kann ich hier hochdrücken? Bleib mal stehen. Nee. Was soll denn das? Wollt ihr mich verarschen? Hier ist weit und breit nichts. Hier sind nur Ausrufezeichen, aber ein Beastwitch habe ich jetzt auch nicht gefunden. Das ist echt so ein bisschen doof. Man weiß nicht, was man machen soll. Man kriegt keine Info und steht dumm da. So, hier sind wieder die ganzen Stacheln. Das ist toll. Nicht. So, da kann ich nicht runter durchlaufen. Schade. Dann springen wir da halt drüber weg oder auch nicht. Also das ist wirklich, wie gesagt, ein Level, wo ich mir denke, was soll das? Lassen wir die Spieler mal eben eine halbe Stunde irgendwo rumlaufen und verzweifeln, weil sie keine Möglichkeit... Da komme ich auch nicht wieder zurück. Oder? Wenn ich mal nicht in die Stacheln springen würde, könnte ich das vielleicht mal rausfinden. Na. Nee, hier komme ich nicht wieder zurück. Gut, sterbe ich einfach mal. Mal gucken, ob sich jetzt was ändert, aber ich glaube nicht. Jetzt bin ich wieder hier am Midway Point. Hier war der Pilz. Ich versuche jetzt einfach mal groß durchzukommen. Na, groß. Hallo, warum drehst du dich um? Wenn ich an der Stelle gesprungen wäre, wäre ich voll in die Stacheln reingesprungen. Das heißt, ich kann hier jetzt nur eine halbe Stunde warten. Kann jetzt rausgehen. Safe State. Ich glaube zwar nicht, dass es was damit zu tun hat, aber ich versuche es einfach mal hier jetzt groß durchzukommen. Viel Danke. Vielleicht bringt es ja doch was. Danke. Ey. Ja, wie gesagt, solche Level sind absolut nichts für mich, wenn man nur dumm dasteht und ja, keine Info kriegt, was man machen soll und wirklich eine halbe Stunde rumirrt ohne Fortschritt. Das ist meiner Meinung nach einfach nur dummes Level-Design. Das hat nichts mit Rätsel zu tun, das ist einfach nur, wie verarschen wir unsere Spieler am besten. Und das kann ich absolut gar nicht leiden. Absolut gar nicht.
Hier bin ich jetzt in der Wand, das ist auch schön, dass ich da einfach so reinlaufen kann. Na gut, ich werde auch nach diesem Part hier, nach diesem Part hier werde ich auch erstmal wieder Schluss machen mit Mario, denke ich mal. Ich muss auch in 1,5 Stunden los zur Arbeit. Mal gucken, was ich in der Zeit noch mache. Vielleicht ein Video durchrendern oder keine Ahnung, privaten Video gucken. Mal gucken. Ich will groß bleiben. Ich habe schon wieder an derselben Stelle das Problem, dass ich da nicht durchkomme. Safe State. So, Safe State. Bringt mir das jetzt hier irgendwas, dass ich groß bin? Wahrscheinlich nicht. Nö. Ja. Gut, dann kann ich hier erstmal nicht mehr weiterspielen, weil ich weder in diesem Level noch in Funky Ride eine Ahnung habe, wie ich weiterkommen soll. Hier fehlt mir das Exit, in Funky Ride fehlt mir das Secret Exit. Gut, dann würde ich mal sagen, werde ich das Video an dieser Stelle beenden. Ist jetzt ein ganz kurzes Video, aber wie gesagt, ich habe echt keine Ahnung. Ein bisschen schrecken, ich habe echt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wie gesagt, wer da was weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare, würde mich freuen. Ansonsten komme ich hier im Moment nicht weiter und kann auch nicht weitermachen. Bis dahin und tschüss!